Hallo zusammen. Hier sind wir nochmals vor der wunderschönen Kulisse im Berner Oberland, Eigermönch und Jungfrau Thunersee im Hintergrund. Und wir betrachten heute ein bekanntes Zitat aus der Bibel. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat es genommen. Kennst du das Zitat? Stimmt es aber wirklich? Ja, wie kannst du so etwas sagen? Natürlich stimmt es. Es steht in der Bibel. Achtung, es ist ein Zitat. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es aber nicht genommen. Schauen wir uns die Geschichte etwas genauer an. Hiob zitiert. Er sagt etwas, was er meint, dass es stimmen würde. Er kennt aber nur die halbe Geschichte. In den ersten zwei Kapiteln vom Buch Hiob lesen wir nämlich auch etwas über die Hintergründe zu dieser Geschichte. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es aber nicht genommen. Die Geschichte zeigt uns, dass es Satan genommen hat. Lesen wir die entscheidenden Verse auszugsweise Kapitel 1, 1 bis 3 und lesen wir zuerst, wer Hiob überhaupt war. Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob, der rechtschaffen und aufrichtig war. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Er hatte eine große Familie mit 7 Söhnen und 3 Töchtern und besaß riesige Viehherden. Hiob war der reichste und angesehenste von allen Herdenbesitzern im Osten. Das ist also Hiob. Lesen wir nun, was im Himmel geschah. Vor dem Thron Gottes in der unsichtbaren Welt. Eines Tages versammelten sich die Gottessöhne im Himmel und traten vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan. Woher kommst du? Fragte ihn der Herr. Ich habe die Erde durchstreift, gab dieser zur Antwort. Der Herr erwiderte, dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Überrascht dich das? Fragte der Satan. Er tut's doch nicht umsonst. Du hast ihn und seine Familie und seinen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich, seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuch es doch einmal und lass ihn Hab und Gut verlieren. Dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Gut, sagte der Herr. Mach du mit seinem Besitz, was du willst. Nur ihn selbst taste nicht an. Jetzt, da der Satan die Erlaubnis hatte, durfte er Hiob viel Leid zufügen. Lesen wir, was Satan tat. Eines Tages feierten Hiobs Kinder wieder einmal im Haus ihres ältesten Bruders. Da kam ein Bote zu Hiob und meldete, »Wir pflügten gerade mit den Rindern. Die Esel weideten nebenan, da überfiel uns eine Räuberbande aus der Gegend von Saba und jagte uns die Tiere ab. Alle Hirten haben sie umgebracht, nur ich konnte entkommen, um dir es zu melden. Im selben Moment stürzte schon ein anderer Bote herein, ein Unwetter, hat deine Schaf- und Ziegenherden samt den Hirten vernichtet. Nur ich habe es überlebt. Und so ging es weiter. Satan durfte Hiob zerstören, schlachten, umbringen. Sein Besitz, nicht ihn selber. Alles hatte er verloren. Das durfte Satan tun. Weshalb er das durfte, werden wir nächste Woche in einem ganz spannenden Video anschauen. Heute soll es mal darum gehen, dass Zitate in der Bibel Aussagen von Menschen sind, die Aussagen machen gemäß ihrem Wissen.
Auch Jesus beschreibt Satan ganz deutlich als den Dieb, als den Zerstörer, als den, der schlachtet. In Johannes 10, Vers 10 heißt es, der Dieb, Satan, kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Wir realisieren also, dass die Aussage von Hiob falsch ist. Es ist eine Falschaussage, er wusste es nicht besser. Dass Zitate von Menschen in der Bibel nicht immer stimmen müssen, wird ganz, ganz deutlich an der Geschichte von Hananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5, 1 bis 8. Auszugsweise lesen wir, dass die sogar lügen. Und das wird so festgehalten. Ein Mann namens Hananias verkaufte zusammen mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Hananias beschloss heimlich, einen Teil des Geldes für sich zu behalten, wovon auch seine Frau wusste. Den Rest brachte er zu den Aposteln. Petrus aber durchschaute ihn. Hananias, fragte er, warum hast du zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist belogen? Nach diesen Worten brach Hananias tot zusammen. Alle, die davon hören, waren entsetzt. Einige junge Männer hüllten den Toten in ein Tuch ein und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau Sapphira. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, ist das hier die ganze Summe, die ihr für euren Acker bekommen habt? Und Achtung, jetzt, Zitat, ja, antwortete sie, das ist alles. Blanke Lüge, aber so steht es als Zitat in der Bibel. Wenn wir das jetzt so isoliert betrachten, dann steht ja was Falsches in der Bibel. Das dürfen wir natürlich so nicht isolieren. Wir müssen den Zusammenhang sehen. In dieser Geschichte ist es völlig klar. Da würde keiner drauf kommen und sagen, da steht was Falsches in der Bibel. Bei Hiob muss man den Hintergrund kennen, um zu sehen, dass Hiob nicht die Wahrheit sagt, wenn er sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Natürlich hat Hiob nicht gelogen. Er wusste es einfach nicht besser. Aber ganz spannend ist, am Ende vom Buch Hiob, da lernte Hiob diesen Gott ganz anders kennen, auf einer ganz persönlichen Art und Weise. Und dann lesen wir in diesem Kapitel 42, Vers 3, 5 und 6, sagt Hiob, Achtung, ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt. Und er sagt zu Gott, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich. Ich widerrufe, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. So löst sich das Buch Hiob auf und wir dürfen dieses Zitat nicht isolieren. Hiob hat nun Gott von einer tief persönlichen Seite kennengelernt. Nicht nur vom Hören sagen und durch religiöse Zeremonien wie Opfer und Gebete, sondern in seinem Herzen. Kennst du diesen Gott schon persönlich? Willst du ihn kennenlernen? Wir blenden am Schluss dieses Videos ein Gebet ein, dass du still für dich beten kannst, wenn du diesen Gott so kennenlernen willst, wie Hiob ihn kennengelernt hat. Ganz persönlich, tief in deinem Herzen. Einfach ein Gebet eingeblendet, du kannst es für dich lesen. Zu unserem Videokanal. All die Bibelverse, die ich dir vorgelesen habe, sind im Video beschrieben, hier unter diesem Video aufgeführt. Du musst also nicht die Bibel vornehmen, alles nochmals nachlesen. Kannst du natürlich, kannst aber auch direkt in den
Videobeschreib reingehen. Dort hat es Links zu unserer Homepage, zu unseren Büchern und natürlich all die Bibelverse, die wir jetzt verwendet haben. Du kannst unseren Kanal abonnieren. Wir werden wöchentlich eine prägnante Kurzbotschaft bringen. Wenn du es gut gefunden hast, gib uns einen Daumen nach oben. Bis bald. Wie gesagt, nächste Woche schauen wir uns an, weshalb durfte der Satan Hiob alles nehmen. Spannend. Bleib dran. Bis dann. Tschüss.